Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Endlich sind die Temperaturen nicht mehr so ultra heiß, aber es soll wieder noch heißer werden. So bis zu 37 Grad, ich freue mich schon. Heute gibt es aber ein Unboxing und zwar ist es ganz gut, dass es nicht so warm ist, denn es ist eine Fressbox und zwar die Degusta-Box. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir diese Box zu vernaschen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und da dieses Video in Kooperation mit der Degusta-Box entsteht, darf ich tatsächlich auch eine Degusta-Box an einen von euch verlosen. Also schau fleißig unten in die Infobox und schau mal rein, da steht drin, was du tun musst. Ich habe tatsächlich auch einen Gutscheincode für dich, den ich dir hier mal reinschreibe und auch unten in der Infobox wieder verlinke. Da bekommst du die Degusta-Box günstiger. Das heißt, die erste Degusta-Box bekommst du für, ich glaube, 7,99 Euro. Und total super. Also von daher, wenn du dich da mal ein bisschen durchprobieren möchtest, dann schau gerne mal vorbei. Das ist eine Fressbox, die monatlich erscheint und kostet normalerweise so um die 15, 16 Euro pro Box. Und ja, ich bekomme sie monatlich zugeschickt. Die kommt immer so zum Monatsende und jetzt habe ich echt Bock drauf. Das haben mich tatsächlich auch schon einige gefragt und es ist immer wieder gefährlich mit dieser Schere. Mensch Claudi, wann machst du mal wieder die Degusta-Box auf, wenn sie kommt? Ne? Und heute ist sie gekommen. So sieht die Degusta-Box aus, wenn sie ankommt. Du hast quasi so ein Butterbrotpapier, was mit so einem Klebi zugemacht ist. Und dieses Mal ist sie auch relativ schwer, muss ich sagen. Dann hast du hier immer so einen Flyer mit dabei. Mach mit beim Degusta-Box-Bastelwettbewerb. Hinten steht drauf, was drin ist mit den Preisen. Das heißt, ich kann euch die Preise auch immer schön einblenden. Und die Box kommt tatsächlich im Motto Hello Summer. Für mich gehört zum Sommer natürlich, die ganzen Bäume sind voll mit Obst. Es wird Marmelade gemacht, es werden entsprechend Obst wird eingemacht. Also bei uns gab es immer dann zu der Zeit so Kirschen einmachen, haben wir immer gemacht zu Hause. Ansonsten Picknicksachen, kühle Getränke, Partysachen. Man hat ja auch gerne so Gartenpartys, ne? Vielleicht so eine Grillsoße oder sowas. So, aber genug vermutet, wir schauen jetzt mal rein. Ja, unser Paketbote hat das Ganze etwas durcheinander geworfen. Deswegen ist das alles jetzt gerade auch echt durcheinander. Aber ich greife jetzt einfach mal rein und als erstes greife ich raus von Born Tomatenketchup. Viel Tomate, wenig Zucker. Ich stehe auf Tomatenketchup. Also ich mache mit denen über sehr, sehr vieles drüber. Selbst über einen Nudelsalat kommt der drüber. Das ist auch schon ein bisschen crazy. Und da ist halt ganz normal Tomatenmark, 84% sogar, ne? Muss man auch sagen. Zucker, modifizierte Maisstärke, Branntwein, Essig, Salz und Gewürze. Den könnten wir doch mal probieren. Ist hier halt noch verschlossen. Gucken wir mal, ob der anders schmeckt als handelsübliche Tomatenketchups. Das ist ganz praktisch. Dann kann ich nämlich jetzt den Verschluss gleich einmal ablecken. Weil da ist ja auch Produkt dran. Riecht nach ganz normalem Tomatenketchup, Leute. Schmeckt auch ganz normal nach Tomatenketchup. Aber gut, wenn hier weniger Zucker drin sein soll, dann ist es ja auch ganz gut, wenn er halt normal schmeckt. Warum nicht, ne? Mindestens 30% weniger Zucker als herkömmlicher Tomatenketchup. Das ist gut. 100 Millilitern, 14,8 Gramm Zucker drin. Ich weiß nicht, ist das viel? Ist das wenig? Keine Ahnung. Ne? Ist auf jeden Fall super für den nächsten Grillabend. Oder für alles, was ich mit Tomatenketchup esse. Ein Getränk, Schwipschwapp, richtig toll. Schwipschwapp Zero. Cola und Orange ohne Zucker. Jo. Ne? Das ist auch eine super Größe, die man halt so mit auf eine Fahrradtour nehmen kann. Also das passt halt auch genau in so einen Fahrradhalter für Getränke. Das ist ein halber Liter und die mache ich jetzt mal auf. Prost! Du schmeckst, dass es ohne Zucker ist, weil das dann ja quasi mit anderen Süßungsmitteln ist. Das ist dieser Süßstoff-Nachgeschmack, den man hat. Also ich bin kein Fan, auch nicht von Coke Zero oder sowas zum Beispiel. Aber ich werde es auf jeden Fall leer trinken, denn es ist da, es ist auf. Ich habe Durst. Das macht Sinn, ne? Deswegen bleibt das hier auch einfach mal bei mir vorne stehen. Und dann habe ich hier von Frau Ultrafrisch Chili Sin Carne mit Kakao. Mir kommt nichts in die Tüte, was dir nicht in den Kochtopf kommt. Das finde ich ziemlich witzig, denn von dieser Marke
habe ich tatsächlich letztens was in einem Tauschpaket gehabt, eine Tomatensuppe, die ich auch direkt am nächsten Tag gegessen habe. Die war mit roter Beete. Das war von der lieben Lea. Das mochte ich auch echt gerne, ne? Und das ist total praktisch. Das musst du nur mit heißem Wasser aufgießen. Das Gefühl von Freiheit, Sonne und Sombreros, dafür musst du nicht nach Mexiko. Heißes Wasser, 4 Minuten, here we go. Und das Beste, mein Chili ist ein Fertiggericht, frei von Geschmacksverstärkern und anderen Zusätzen. Dafür ultra lecker. Für die Bock auf gutes Essen, aber nicht kochen wollen Momente. Oder für, ich nehme es mit auf Arbeit und das ist quasi mein Notfallessen, wenn ich mal irgendwie vergessen habe, was mitzunehmen. Mega gut. Doch, das gefällt mir. Und Chili Sin Carne ist dann quasi Chili ohne Fleisch, ne? Das ist dann ja wirklich nur, hier ist drauf Mais und Chili und Zwiebeln, Knoblauch. Ja, das stelle ich mir sehr, sehr lecker vor. Da habe ich auch echt Bock drauf. Mit Kakao finde ich auch gar nicht so abwegig, weil wenn wir Chili con Carne zu Hause machen, also con Carne, also mit Fleisch, machen wir tatsächlich auch immer ein bisschen Kakao mit rein. Einfach um das Ganze, um den Geschmack nochmal so ein bisschen zu heben. Das ist echt lecker. Ja, super. Das ist perfekt für die Arbeit. Hm. Habe ich es nicht gesagt. Eine Marmelade. Die hatte ich schon mal mit Kirschgeschmack und das ist jetzt mit Erdbeer. 66% pure Erdbeere von Marmetube Premium Fruchtaufstrich. Die Erdbeere ohne Zusatz von Farbstoffen, Konzentraten und Sirup. Die ist super, super lecker, schmeckt extrem fruchtig. Jedenfalls die Kirschvariante davon, die mochte ich mega gerne. Sauerkirsch, also die war quasi lila, mochte ich. In Marmetube kommen nur beste sonnengereifte Früchte. Das schmeckst du. Das ist einfach so reichhaltig, ne? Um die Natürlichkeit des Geschmacks zu bewahren, werden unsere Früchte in liebevoller Handarbeit besonders schonend erwärmt und gerührt. Mhm. Die praktische Tube schützt ihren Fruchtaufstrich nachhaltig vor Sonnenlicht, hält ihn länger frisch und ist zu 100% recycelbar. Sehr, sehr geil. Ne? Werde ich jetzt nicht probieren, weil ich habe noch eine Marmelade offen. Und, ne? Deswegen... Aber super lecker, da freue ich mich drauf. Ich bin normalerweise nicht so der Erdbeermarmeladentyp, ich bin eher so Team Sauerkirsche. Aber ja, du. Und das Praktische daran ist, dass du keine Fruchtstückchen drin hast. Manchmal hast du ja, dass du so große, grobe Stückchen, zum Beispiel bei Sauerkirschen, ne, dass du noch richtig die Schale und so drin hast. Ich persönlich mag das, ich habe da keine Probleme mit, aber es gibt genug, die sagen, bah, ne, mag ich gar nicht. Das ist mir zu komisch vom Mundgefühl her. Und deswegen... ist das hier auch eine ganz gute Geschichte für die Leute, die nicht so gerne Fruchtstückchen mögen in der Marmelade. Das ist sehr samtig. Von Nestle Golden Minis mit feinem Butterkeksgeschmack. Was ist das denn? Mit einem Flamingo. Ich stehe auf dich. Das scheinen irgendwelche Riegel zu sein, was natürlich für den Sommer auch ganz gut ist, weil wenn man im Sommer zum Beispiel mit der Familie im Freizeitpark ist, dann hat man doch meistens, oder Mutti hat dann meistens so einen ganzen Rucksack voll mit irgendwelchen Leckereien dabei. Und da ist sowas dann garantiert auch ganz gern gesehen von den Kindern. Also das ist mit Weizen und Mais, mit Kalzium und ohne künstliche Aromen. Verschenk mich Packung. Persönlich Grußbotschaft und lustige Tiere auch zum Sammeln auf jeder Rückseite. Ach guck mal, da kannst du Ingo Flamingo sammeln. Die Rückseite und kannst hier eine Grußbotschaft drauf machen. Interessant. Und dann gäbe es noch Stanley, das Einhorn, Joe Slow, das Faultier und Adriana Lama. Da, die drei. Und ich habe Ingo Flamingo. Na, herzlichen Glückwunsch. Hier haben wir ein Golden Mini in seiner Verpackung. Hier sind übrigens drin 1, 2, 3, echt nur 4. Okay, hier sind 4, ja, steht auch vorne drauf. 4 Stück sind hier drin. Und das ist mit Butterkeksstückchen. Mhm. Probieren wir mal. Oh, das sieht schon ziemlich lecker aus, oder? Da hast du dann auch so diese Puffreisviecher. Und ich glaube, hier unten drunter ist geile weiße Schokolade. Das ist einfach... Ich bin da mal kurz im 7. Himmel, hoffe ich. Mhm. Schön weich. Mhm. Mhm. Das schmeckt ultra lecker. Mega süß. Ich glaube, das ist Honig so außenrum zu oder irgendein Zuckergedöns, ne? Gesund ist das nicht, aber lecker. Frühstück für die nächsten 3 Tage ist safe. Noch mehr zum Naschen. Von Brand Minis mit Kokos. Auch das ist ein super Kram vor allem. Ein super Produkt, was man schön zum Picknick mitnehmen kann. Ich glaube, auch die werde ich morgen mal auf die Arbeit stellen. Ja, also auf der einen Seite ist es ganz normal Zwieback und auf der anderen Seite ist es halt mit Kokos und, also Kokosraspeln richtig. Und ich denke Zucker. Ja, der Zucker ist sehr deutlich sichtbar.
ist im Grunde relativ lecker. Aber dieses Topping, sag ich mal, ne? Also dieser Kokos-Zuckerverbund klebt schon sehr an den Zähnen. Aber das macht die ganze Sache noch ein bisschen saftiger und leckerer. Aber ist wohl ganz lecker, ne? Mm. Als nächstes ist hier drin von Nutisal Dry Roasted Mix. Dry Roasting gleich Roasted Without Oil. Mhm, sehr schön. Festival Mix Spicy. Erdnüsse und Schalenfrüchte trocken geröstet und gewürzt. Also mit Erdnüssen, Cashewnüssen, Mandeln, Würzmischung, Käsepulver. Mit Käsepulver. Käse ist immer gut. Hat so eine orientalische Note, Leute. Also so sieht das dann aus, was da so rauskommt. Da habe ich jetzt Cashews, Erdnuss, glaube ich, eine Riesenerdnuss ist das. Und das andere, achso, das sind dann auch so Puffeldinger. Also quasi, das hier scheinen dann halt keine Nüsse zu sein, sondern halt so Füllkram. Ich beiß mal rein. Hm, was ist das? Das ist Mais. Mais in so einer Würzmischung, ne? Schmeckt aber voll gut so. Halb aufgepuffter Reis. Mais. Das müsste eine Erdnuss sein, aber die ist auch irgendwie in einem Mantel drin, ne? Die hat auch so eine Hülle. Da drin war eine Erdnuss. Noch eine Erdnuss. Ein Cashewkern. Lecker. Echt lecker. Also das mag ich richtig gerne. Das wird heute vom Fernseher genascht. Das ist mega lecker. Also guckt euch an von Nutisal Dry Roasted Mix. Das ist mega, mega nom nom. Nom 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 nom. No. Zwischendurch ein Schluck Schwipp Schwopp. Handcooked John and John Potato Crisps. Number one imported. Die Nummer 1 importierte Geschichte. Deep Blue Sea Salt. Made in Britain. Das ist glutenfrei. Okay, es ist halt von Kartoffeln, ne? Okay. GMO-free, also gentechnikfrei. Without preservatives. Und da hast du drin tatsächlich nur Kartoffeln, Sonnenblumenöl und Meersalz. So sieht aus, was rauskommt. Genau, das ist einfach ein etwas aufgepuffter Chip, etwas dicker und quasi noch mit Schale drumherum. Etwas rustikaler. Ich denke, die werden schmecken wie ganz normale gesalzene Chips. Ja, ist lecker, aber jetzt nichts, wo ich sage, habe ich noch nie geschmeckt. Ne? Kann man zum Picknick aber ganz schön mitnehmen, weil so eine kleine Packung ist. Oder mit ins Freibad oder so. Ne? Aber ja, ne, gesalzene Chips schmecken mir aber. Und hier haben wir das nochmal, nur halt mit Meersalz und schwarzem Pfeffer. Und das ist die Nummer 5 von diesem John & John Dingens. Das müsste dann ja etwas würziger schmecken. Oh ja, da sieht man auch richtig den... Ich will es so rumhalten, weil da sieht man es besser. Da sieht man auch richtig die Pfefferpunkte drauf. Ja, das schmeckt wohl ganz gut. Damit nichts kaputt geht, hat man in der Degusterbox auch immer so ein... Topfieder in der Mitte mit drin. Das ist eigentlich ganz praktisch, ne? Packen die dann hier immer so rechts und links die Getränke rein und so. Bei mir ist es halt, wie gesagt, alles ein bisschen durcheinander geraten. Dann habe ich hier zwei süße Gläschen drin von drei Spatzen. Einmal das French Dressing und einmal das Joghurt Dressing. Das ist super für Salat, ne? Mm. Feine Biokost aus dem Naturgarten. Mm, schön. Naturkost seit 1923 für Genießer. Wow, 1923 ist aber lang. Ist bald 100 Jahre, Leute. Habe ich Bock drauf, aber die müssen wirklich über Salat oder so, sonst schmeckt das nicht, ne? Also auf jeden Fall sehen die unheimlich süß aus. Das ist ja echt hübsch Design. Ich drehe das mal ein bisschen, ne? Dann sieht das auch ein bisschen ansprechender aus hier doch. Produktpräsentation, Claudi. Ja, doch. Süße Döschen. Und die kannst du auch super halt wieder mitnehmen, ne? Also das ist halt... Alles ein bisschen so etwas kleiner gehalten, damit man das To-Go haben kann, wenn du einen Ausflug machst oder keine Ahnung. Ne? Ist cool, definitiv. Als nächstes haben wir hier von Granini einen Maracuja-Saft drin und den hatte ich schon mal. Der ist super lecker. Hier wird jetzt auch geöffnet. Den musst du erstmal... Ja, den musst du den gar nicht schütteln. Da setzt sich gar nichts am Boden ab. Mega. The Passion of Fruit. Hm. Es ist vegan und es ist das Produkt des Jahres 2019. Siehst du wohl. Und das hat in 2018 den Red Dot Award bekommen
Für Packaging Design. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja auch sehr ansprechend, ne? Prost. Sehr, sehr geil. Fruchtbombe. Geil. Richtig lecker. Kann ich euch empfehlen. No. Dann haben wir hier ein Produkt drin, was für die nächste Gartenparty ist. Und zwar von Hengstenberg 1876 Spicy Burger Chips. Mhm. Was ist denn da? Ach so, Gurkenscheiben, scharf, würzig. So sehen die aus. Das ist halt im Glas ganz klassisch, so diese Gurkenscheiben mit diesem Wellenschnitt. Aber dieses Design ist schön. Du hast hier dieses matt schwarz im Deckel und ich will es probieren. Ja, so sieht eine, ja Leute, es ist eine Gurkenscheibe, ne? Eine eingelegte Gurkenscheibe. Probieren wir mal. Schmeckt ein bisschen säuerlicher. Ja, und hat eine leichte Schärfe im Abgang. Das stimmt wohl. Kann ich mir gut vorstellen auf dem Burger. Nom. Schatz, wir müssen am Wochenende Burger machen. Ja. Und das Letzte, was in der Box drin ist, ist von Mentos. Mentos Yo Kaudragis. Mach Komplimentos mit Mentos. Ja, das ist ja super. Mentos Fruits. Mit dir ist die Welt bunter. Ja, das ist jetzt hier ein bisschen aufgeplatzt schon. Also da, ne, guckt einen schon raus, aber das ist ja nicht schlimm. 15 verschiedene Komplimentos zum Verschenken und Sammeln. Okay. Und ich habe das Kompliment bekommen, dass mit mir die Welt bunter ist. Das ist ja sehr charmant. Ja, es sind halt Mentos. Ich liebe Mentos. Mentos ist super lecker. Also von daher freue ich mich, dass auch das mit dabei ist. So ihr Lieben, das war die Box. Ich fand sie ganz cool. Also vom Wert her würde ich sagen 22,50 Euro. Jetzt blende ich euch das mal ein. Ich bin ganz gespannt. Beim Schneiden sehe ich ja erst, was die Produkte alle insgesamt wert waren. Aber ich glaube 22,50 könnte wohin kommen. Ich fand's lecker. Ich werde das alles soweit aufessen. Freue mich. Gute Box. Ist auch für mich passend zum Thema Sommer. Also das passt ganz gut, ne? Weil es halt kleinere Produkte sind, die dann halt wirklich so für Ausflüge gedacht sind und Barbecue und so. Das finde ich cool. Ja. Also, mir hat's gefallen. Ich hoffe, dir auch. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!